So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Contrast. Wir sind genau, wo wir letztes Mal aufgehört haben und ich gucke mal, was müssen wir denn machen? Es ist jetzt eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Okay. Ach so, okay. Ja, verstehe. Wir müssen also echt diese Kiste hier rüberbringen, ne? Gucken wir nochmal. Letztes Mal haben wir es ja versucht, aber es hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Darum gucken wir heute, ob wir dafür eine Lösung finden können vielleicht. Ich kann nicht springen, ne? Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Aber, ne, geh in die Schatten, bitte. Wenn ich das jetzt... So war das nicht gedacht. Ich wollte es eigentlich aus Schatten fallen lassen, aber vielleicht... Ja, wir haben das Spiel ausgetrickst. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so funktionieren sollte. Aber das kann uns ja eigentlich gerade egal sein, ne? Zack. Super. Dann richten wir das Ding mal wieder da drauf. Genau. Und hoch mit uns. Okay, dann haben wir hier nochmal was. Scheinwerfer. Können wir den bewegen? Nein. Ach, das ist das Ding da. Okay. Und wie kommen wir darüber? Kommt das jetzt bis zu uns? Müssen wir einfach warten? Gucken wir mal. Es würde ja Sinn machen, wenn es an die andere Wand auch scheint. Bitte? Nein. Nein, natürlich nicht. Okay. Oh, warte mal. Nee. Ach, ups. Ja, ich sehe es. Wir müssen hier drüben anfangen, ne? Und dann die Kiste mit rübernehmen. Genau. So, dann warten wir mal kurz, bis das Licht wieder hier ist. Ich muss mir angewöhnen, die Folgen früher aufzunehmen. Es ist jetzt gerade Mittwoch. Ungefähr 5 Uhr. Und ich habe gemerkt, dass ich gar keine Folge habe für morgen. Darum jetzt das hier. Aber es ist okay. Also es ist jetzt nicht super schlimm. Schatten. Lauf, lauf, lauf. Ja, Mittwoch ist voll okay. Ich möchte es einfach nicht irgendwie donnerstags so wieder zwischen Tür und Angel aufnehmen. Wie letztes Mal. Es funktioniert. Ja. Ich möchte es trotzdem nicht zur Norm werden lassen, weil, ja, ihr könnt euch vorstellen, das ist dann doch ein bisschen stressig. Besonders, ach, morgen hätte ich überhaupt keine Zeit. Ich arbeite morgen nämlich. Gut. Hätte sich das auch gelöst. Zum Glück, ach Gott. Ja, muss morgen mal außerordentlich arbeiten. Normalerweise arbeite ich ja nur Freitag und Samstag. Aber das ist Nebensache, denn wir haben hier ein Poster. Und so wie es aussieht, hat das was mit Schatten zu tun. Ja, Bild des Schattens eines Mädchens neben einer Frau auf dem Gehweg. Okay, also eine Dame, die einen Schatten wirft, der nicht zu ihr passt. Okay. Will uns das Spiel damit irgendwas sagen? Man weiß nicht, man munkelt. Was ist das jetzt? Ups. Schön, okay. Ich würde sagen, schön, wie hier alles mit Licht funktioniert, ne? Ökostrom und so. Epische Musik. Okay. Nein, zuerst hier. Vortrag von Dr. William James. Untersuchung des Multiversums mittels mystischer Erfahrungen. Okay. Also, Dr. William James, Professor der Psychologie an der Harvard University. Autor von Ein pluralistisches Universum und die Bedeutung der Wahrheit. Klingt spannend. Gründer der amerikanischen Gesellschaft für psychische Forschung. 2. Dezember, 20 Uhr, Frosthalle. Das astronomisch sichtbare Universum ist nur eine Möglichkeit. Parallel zu unserem Universum könnten auch weitere Universen existieren. Die Menge aller möglichen Universen ist das Multiversum.
Welche Bedeutung hat das Multiversum für die Erkenntnistheorie und die Eschatologie? Ja. Fangen neue Universen als Folge des freien Willens zu existieren an? Können Wesen sich zwischen Paralleluniversen bewegen? Dr. James wird zudem über seine Untersuchungen des Multiversums referieren, die er mittels mystischer Erfahrungen und Experimenten mit Lachgas und PoT aufgestellt hat. Ja gut, das klingt jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber man weiß ja nie. Studiere er selber auch Psychologie? Und was ist das hier? Elishu Family. Okay, ist also ein Stammbaum. Kennen wir hier drauf? Das ist Didi. Okay, Didi ist also die Nachfahren von... Von wem? Received Exorcism. Okay, die eine wurde also Exorzismus wurde bei ihr gemacht. Ist es St. Mungus Asylum? Ist das nicht das, die Nervenanstalt in Harry Potter? Ist das eine Anspielung? Okay, die wurden also alle irgendwie verfolgt oder so. Ach, krass. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Ach. Zeitungsartikel. Verschwundener Illusionist gesucht im Zusammenhang mit verschwundener Assistentin. Machen das Zauberer nicht so, dass sie Assistentinnen verschwinden lassen? Ist das nicht der Sinn davon? Ach, aber Leute, tut mir leid, das ist mir gerade ein bisschen zu viel und zu klein geschrieben. Ihr könnt jetzt hier gerne pausieren und euch das selber durchlesen. Sorry. Dann schalten wir jetzt das Licht ein. Oder? Haben wir jetzt das Licht eingeschaltet? Nein, immer noch nicht. Oh, wie komplex. Aber dieser Stammbaum da, ne? Der gibt mir gerade echt zu denken. Vor allem, weil neben Didi so ein Fragezeichen steht. Ist es irgendwie diese Schattenwandlung oder so? Liegt das vielleicht in der Familie? Ach, müssen wir das nochmal machen? Ich warte hier die ganze Zeit. Ja. Ups. Oh, ich vergesse immer, wie dieser komische Dash da geht. Nee, jetzt habe ich ausgeschalten. Oh, an. So. Jetzt aber. Das klang nicht gut. Hey, wir finden ja Sammelobjekt um Sammelobjekt. Bild, das die Auswirkung der Schattendimension auf die Welt zeigt. Okay. Da betreibt wohl jemand echt ziemlich viel Forschung zu diesem Thema. Hier auch ganz viele so anatomische und so eher mechanische Zeichnungen. Hey, das wird hier immer komischer. Hier auch wieder. Okay. Nee, wir gucken zuerst. Wir hier durch? Nein, ich glaube noch nicht. Aber hier glitzert wieder jede Menge. Wissenschaftliches Bild, ja. Ja, da geht es eindeutig um Schatten, ne? Und hier? Ja, wieder Schatten. Hey, wer forscht denn hier so? Jetzt haben wir das da angeschalten. Und jetzt dann wahrscheinlich gleich das hier. Wo müssen wir links? Da hoch, ne? Nein! Ich klicke immer falsch. Ich muss... Rechte Maustaste. Wenn ich dashen will. Ich muss hier, glaube ich, aber nicht mal dashen. Ich kann, aber... Nein, spring doch! Spring! Super. Und jetzt sind wir hier. Mhm. Okay. Und hier ist... jede Menge Zeug. Was ist hier? Hier glitzert was, aber wir können nichts machen. Hey, da kann mir noch keiner erzählen, dass diese Welt hier echt ist, ne?
Ohne Witz. Keine Chance. Was macht das hier? Ah, die Treppe darunter. Okay. Das bringt uns ja jetzt noch nicht allzu viel. Glitzer, Glitzer. Bild von Vincenzo und Dawn. Hä? Hä? Also, hä? Ach was. Vincenzo ist also Physiker. Oh mein Gott. Warte, nein, das macht alles Sinn. Wir sind bestimmt diese verschwundene Assistentin, ne? Von Vincenzo. Der hat angefangen mit diesen Multiversen da rumzuspielen und uns irgendwie weggezaubert. Oder, oh mein Gott. Es macht alles Sinn. Ach Gottchen. Aber das hier oben hat uns ja jetzt nicht so weitergebracht. Außer, dass wir jetzt mehr oder weniger wissen, wer wir sind. Kommen wir jetzt hier durch? Bitte? Nein? Aber ich möchte da gerne durch. Ja, wir müssen da oben ja offensichtlich eine Kiste hinstellen. Ich das hier wieder anmache. Das hilft uns. Da ist diese doofe Kiste. Da müssen wir hin. Wir gehen jetzt da noch. Ach so, man kann immer nur eins anschalten. Ach so. Ja, aber wir müssen da ja irgendwie hochkommen, ne? Also macht es gar keinen Sinn, das andere groß anzuschalten gerade. Aber jetzt würde es eben Sinn machen, ne? Weil das projiziert dann, glaube ich, eben hier drauf. Ach, wie kommen wir an diese Kiste? Wie? Nicht so. Liegt das. Wir gehen mal hier runter. Hier ist nichts. Da oben glitzert wieder was, aber ich glaube wieder, nein, wir können hier nichts machen. Vielleicht müssen wir da nachher das Licht so quasi hinscheinen lassen, ne? Das kann natürlich sein. Jetzt haben wir eine Kiste. Diese Kiste sollten wir irgendwie hochbringen. Die Tür geht auf. Hä, aber wir kriegen die hier nicht durch, ne? Die Kiste ist zu groß. Warte. Jetzt machen wir das hier an. Bringt uns das was? Zeig mal. Kiste hochheben. Naja, so ein bisschen, ne? Aber. Nee. Das bringt irgendwie auch nichts wirklich. Vielleicht, gucken wir mal hier oben. Vielleicht können wir jetzt da irgendwas machen. Ja, wir können in die Schatten, aber das hilft ja auch nicht. Ich bin verwirrt. Ich verstehe wieder mal ein Rätsel nicht. Okay. Soll vorkommen, ne? Passiert dem Besten. Nein! Das wiederum passiert nicht den Besten. Jetzt sind wir wieder hier. Dann gehen wir kurz runter. Geht, glaube ich, schneller. Können wir das Ding hier nicht bewegen? Doch. Ups. Die Frage ist natürlich, wohin damit? Ups. Ah! Jetzt ist irgendwas. Okay, was hat das. Jetzt können wir den hier bewegen. So verbindet sich langsam alles. Und wenn wir jetzt die Kiste hier hochkriegen, sollten wir da wohl irgendwie hochkommen. Okay, jetzt müssen wir nur noch diese Kiste hier hochkriegen irgendwie. Das bereitet mir gerade so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Aber ich vermute eben, dass wir das nicht alles schon auslösen sollten. Ich weiß nur echt nicht, wohin damit, ne? Springen können wir mit der Kiste nicht. Hier wirft nichts einen Schatten. Außer halt da oben, aber das bringt uns hier unten ja herzlich wenig. Warte mal.
Ich verstehe echt gerade nicht, was wir tun sollen. Aber wir sind auch schon wieder bei einer Viertelstunde angekommen. Darum würde ich sagen, stellen wir uns mal hier hin, gucken auf ganz viel Licht und ich glaube, ja, da hinten ist das Zirkuszelt. Und dann würde ich sagen, war's das für heute, für diese Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch wieder gefallen und so. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, bla 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 bla, ihr kennt es langsam. Und ja, dann bis Montag, schaltet gerne wieder ein. Und wie immer, passt auf euch auf, bleibt cool und ciao zusammen.